Ach ja. So. Haben wir das? Jetzt wollen wir jetzt noch hier schnell die 8 Dinger sind. Zack. 1, 2, 3, 4, zack. Müsste passen. Gut. Uiuiui, da leuchten mich irgendwelche Augen an. Jetzt brauche ich noch genau 30, wa? Ach Quatsch, nein. Aber genau 34. Nee. Hä, warum habe ich denn überhaupt 30 gelesen? Ich habe ja 24. Dann brauche ich ja 44. Das kann ich ja immerhin mit dem Holz machen. Also, ohne dass was überbleibt. Also, ja, passt. Läuft. Ja, natürlich, 68 ist ja auch durch 4 teilbar. Also war es ja logisch, dass es klappt, also dass es passt. Ich probiere jetzt schon den Boden raus, weil ich mich jetzt immerhin schon wieder nach oben basteln könnte, quasi. Na gut, ich könnte sowieso über den Rand laufen, falls ich nicht hochgekommen wäre, aber damit ich auch jederzeit zurückkomme, habe ich ja jetzt extra noch das Holz umgewandelt. Ja, 6x4 ist ja auch 34. Ey, wie komme ich darauf? Ich bin doch voll blöd. Huch, oder was? Voll blöde, oder wie? Aber na egal. Auch ich verlese mich oft. Ich habe meine Brille nicht auf und bla und blub. Also eine Ausrede. Ich mach wirklich meine Brille nicht auf. Weil ich glaube, das wird auch wohl eher nicht sein, dass ich die bei einer Aufnahme auf habe. Außer wir würden, also wir haben es jetzt ja endlich mal geschafft, also liebe Sosa und ich, dass wir Portal 2 fertig kriegen. Haben wir jetzt endlich mal fertig. Ich habe auch schon alles fertig gerendert. Jawohl. Hochgeladen habe ich zwar noch nicht alle, aber das ist nicht so schlimm. Ich dachte gerade, es regnet, aber es war nur das Gras. Sah komisch aus. Aber das Projekt, was wir danach machen, das spielen wir an einem Computer. Weil das nicht mit zwei geht. Wir haben uns das Spiel extra zweimal gekauft und dann haben wir gemerkt, oh, das kann man ja an einem PC spielen. Und jetzt haben wir das Spiel noch. Nein, nicht mehr direkt rumliegen. Jetzt haben wir es schon eigentlich schon weggegeben, ja. Auf jeden Fall. Darauf wollte ich hinaus, wenn wir das Spiel mit Facecam machen würden, würde man mich mit Brille sehen, weil ich meine Brille dabei. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Auf hab. Weil wir das auf dem Fernseher spielen. Also zwar über den PC, aber wenn wir schon zu zweit auf dem Bildschirm gucken, dann können wir es auch über den Fernseher machen, da der ein Stückchen größer ist. Und sind hier ein paar wahrscheinlich nicht. Wow, zwei Eier oder so. Ich müsste eigentlich eine Axt bauen. Nah. Ich brauche nämlich recht viel Holz. Fucky Kacki. Na egal, guck ich mal, dass ich erstmal. Für den reicht die Axt noch, hoffe ich. Sollte. Das wäre ja richtig schöne Scheiße, wenn nicht. Aber für den hat es doch gereicht. Yay. Aber das Holz, was ich hier von dem habe, reicht ja nicht mal für den Boden. Ich brauche ja 11 Stück für den Boden. Ist jetzt die Frage, ich glaube, mit einer normalen Axt kriege ich so einen Dschungelbaum gar nicht klein. Mit einer Holzaxt. Dann muss ich mir noch eine Dia-Axt bauen. Scheiße, ey. Eine Scheiße. 12 Diamanten nur noch. Fuck. Das ist echt nicht viel. Ne, da machen wir aber so, damit das hier weiterhin aufgeht. Das würde mich sonst tierisch aufregen. So. Aber mit der Axt, die Axt wird nicht verzaubert. Obwohl ich halt endlich mal gerne Axt mit Haltbarkeit hätte, aber ich kriege ja sowieso immer nur Kampfzeugs drauf, deshalb ist doch egal, ne? Ist doch egal. Und jetzt kann man wieder die großen Bäumchen weghauen. Jawolle. Also zwei große Bäume muss ich mindestens weghauen, wahrscheinlich sogar mehr, denke ich. Dass ich da dann genug für den Boden habe, aber. Für die Wand, nicht für den Boden. Für den Boden habe ich auf jeden Fall genug. Aber es ist doch schon recht holzfressend alles. Das ganze Programm, das ganze Stilquatsch hier, aber komm, ne? Es soll ja halt nicht nur super kacke aussehen, sondern nur kacke. Wenigstens. Ein bisschen Anspruch habe ich da auch schon. Nicht allzu viel, aber ein bisschen. Aber mein Anspruch ist, dass ich da keinen Setzlinge packe. Und dafür dann hier welche. Sehr gut. Sehr gut.
weiß nicht, alle, obwohl nämlich alle Bäume mit haben. Ah, ich habe keinen Inventarplatz mehr wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Na, mal gucken. Werde ich gleich sehen. Tue ich gleich sehen, getutert haben. Wenn es hier mal schneller kaputt geht. So, ich glaube, ich nehme mich, was ich gerade noch fort. Ich mache noch mal kurz drei. Ja, drei. Jetzt habe ich schon mal genau das Holz zusammen, was ich brauche. Da muss ich da jetzt nicht mehr drauf Rücksicht nehmen. Vier Setzlinge haben wir auch schon wieder zusammen. Okay, jetzt mehr als vier, aber das ist erstmal egal. Denn wir essen was. Ja, das hängt alles zusammen, eindeutig. Sieht man doch, ist doch klar. Ist doch klar. So. Nein, da. Gut. Werd fertig. Ja gut, ich meine, so ein Baum fällen, das dauert schon seine Zeit. Wir haben auch bei uns zu Hause, ich glaube sogar schon zwei, ich weiß gar nicht, ob ein oder zwei Bäume gefällt. Wir haben nicht, also so, wir haben da bei meiner Family quasi zu Hause, weil jetzt wohne ich ja hier allein zu Hause. Das ist jetzt mein richtiges Zuhause, so, ne, keine Ahnung. In meinem Kinderzuhause quasi. Wir, keine Ahnung, als ich 6, 7 haben, mussten wir aus unserer alten Wohnung dann noch nicht direkt raus. Da haben wir uns aber dann schon ein Haus gekauft, glaube ich. Natürlich mit Krediten, ist ja klar. Kannst du ja nicht einfach mal so ein Haus leisten. Und haben dann da schon rumgebastelt. Als ich 9 war, glaube ich, sind wir dann da eingezogen letztendlich. Weihnachten 2004, glaube ich, ja. Da haben wir halt auch dann vorne noch am Garten und so einen Nadelbaum halt gefällt. Ich weiß gar nicht, was da für einer war. So einen recht großen Nadelbaum gefällt. Das war eine Aktion, sage ich euch. Schon ziemlich krass. Haben wir halt erst mit der Motorsäge, der Kettensäge da, wie auch immer, ne? Erstmal so, ich weiß nicht, so halt so, wie man das halt so macht, so ein Keil rausgeschnitten. Und dann halt einen Keil rein gemacht und dann mit einem Hammer drauf gehauen, glaube ich. Ich glaube, wir haben es nicht mit der Axt gemacht, ne? Ich glaube, wir haben es so gemacht. Bin aber nicht ganz sicher mehr. Da war ich noch wirklich sehr jung. Also jünger als jetzt auf jeden Fall. 9 halt. Oder vielleicht sogar jünger, weil wir ja wirklich. Ich meine, aber an dem Haus wird sowieso immer noch gebaut, weil, ja. Eigentlich wird ja nie was fertig, oder? Keine Ahnung. Haben wir auch mit, also auch schon, meine Schwester und ich haben da auch schon natürlich mitgeholfen, recht viel. So, wir haben uns da noch einen Anbau gebaut. Beziehungsweise teilweise sogar bauen lassen, aber wir haben uns halt, ich weiß nicht, ob wir das Fundament selber gemacht haben. Aber auf jeden Fall haben wir die halbe Kelleretage, also das ist so ein Halbkeller quasi, wo da halt sich direkt ganz im Keller, du kannst immer noch rausgucken. Guckst dann halt auf die Füße der Leute, die draußen vorbeilaufen, quasi, so in etwa. Das haben wir selber noch gemauert. Also haben meine Schwester und ich auch mitgeholfen. Beim Verputzen und so. Dann beim Böden belegen, Bodenbelegen und sowas natürlich alles. Auch alles wieder abschleifen und so. Ein, zwei Wände haben wir auch rausgerissen. Ach ja, das war schon alles ganz interessant auf jeden Fall. Natürlich alles recht viel Arbeit, aber ja. Ich habe im Ernst keinen Platz mehr für Holz, also. Nee, so kann das hier nicht angehen. Weg damit. Wie kein Platz für Holz? Das ist so eine Lüge. Hat doch noch gepasst, seht ihr? Das restliche Holz werde ich mir aber nicht mitnehmen. Das tue ich mir nicht mitnehmen tun. Hätte ich jetzt den Scheiß wahrscheinlich gar nicht wegwerfen müssen, weil ich ja sowieso die Setzlinge noch verballert habe, aber. Egal. Egal. Demnächst werde ich wahrscheinlich auch noch einen Inventarplatz mehr frei haben, weil meine Axt gleich zugrunde gehen wird. Zumindest demnächst denke ich das mal. Warte, pack ich die erstmal. Ja, nehmen wir lieber die Kohle. Ach Quatsch, Kohle in der Hand. Wir brauchen sowieso jetzt hier so einen Quatsch. So. Hallo? Ich bin voll verwirrt. Aber egal. Das bin ich ja oft. Doch schon recht oft, ja. Ja, eindeutig. Eindeutig. So, und wie geht das hier los? Da geht das unten los. Unten. Ja, doch, mit der Wand werde ich in den nächsten 20 Minuten auf jeden Fall fertig. Dann habe ich noch ein bisschen Zeit, um zu leveln. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ach Quatsch, das war ja falsch. Das war ja super falsch. Zack, zack.
Eins, zwei, drei. Oh, der Balken ist genau hier. Heftiger Scheißkacke. Aber ich wusste, dass ich die Axt noch brauche. Dann fängt das hier also oben an. Wenn ich das jetzt richtig sehe. Warte mal, machen wir gleich mal. Damit wir hier die Fackeln umsetzen können. Ich weiß nicht, wie viel mir das dann im Endeffekt bringt. Aber das war falsch. Das bringt es mir auf jeden Fall. Falschheit. So. Also dahin. Da war falsch. Ja, wusste ich. Wusste ich natürlich. Selbstverführlich natürlich. Dann wird das hier nämlich so. Dann sollte das ja nicht so sein. Sondern so. Meine Güte, bin ich gerade voll verplant, ey. Super verplant. Hä, da ist ein Balken im Ernst? Ich meine, wenn man es so sieht, muss es ja so sein, aber ich habe irgendwas falsch gemacht. Ach so, natürlich. Da ist ja auch kein Balken. Ne? Das ist ja hier auf der Höhe. Das sollten wir aber trotzdem hinmachen, weil hier noch eine Etage drunter kommt. Aber ja, den Rest kommt, der kommt dann dazu. Das mache ich jetzt nur, damit ich das nicht vergesse. Damit ich das ja nicht vergesse. Vergese. So passt das. Dann haben wir hier ein. So müsste das dann sein. Da unten natürlich nicht so. Und wie ich das Gefühl, dass ich es jetzt schon unterbewusst darauf anlege, dass die Axt hier kaputt geht, war. So oft wie mich verbaue, kann es ja kein Zufall sein. Aber ja. Aber ja, so, die Fackeln habe ich immer auf da drin gemacht, oder? Ich glaube schon. Ich glaube schon. Da kann einer hin, hier. Auf die Höhe, ja, 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 ne? Quasi auf Augenhöhe. Wenn ich hier drauf stehe. Ja, genau. Und die Fackel ist schon mal weg. Sie da auch. Yeah. Voll der Erfolg. Voll der Erfolg, wollte ich gerade sagen. Das war auch so ein richtiger Erfolg auf jeden Fall. Aber ich zu meiner Verteidigung, ich dachte, ich habe die Kackdinger da in der Hand. Na egal. So, wie habe ich es hier gemacht? Habe ich einfach diesen hier gemacht. Ich glaube, da habe ich einfach diesen da gemacht, oder? Ich glaube schon. Ja, wahrscheinlich nicht ganz unlogisch. Ich gucke trotzdem lieber nochmal hoch. Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Schlimm, schlimm, schlimm. Mit dem Gedächtnis. Aber es sieht so aus. Jawohl. Jawohl. Naja, mit der Wand sollte das nicht so lange dauern. Ich meine, ich habe jetzt schon fast eine Wand fertig und das ist gar. Ach, ich muss ja noch den Boden machen. Oh, stimmt. Ah ja, zum Glück nicht mehr rausreißen, aber es ist mir gerade wieder eingefallen. Irgendwas war doch da, was da fehlte. Der Boden. So, zack, zack, zack. Und jetzt muss ich noch 22 übrig haben. Passt genau. Alles wunderprächtig. Sehr, sehr geil. Und das war sehr, sehr falsch. Und noch mehr Holz kaputt machen. Na egal. So, gib mir die Baumstämme wieder in der Hand. Oh. So. Jetzt sitze ich mega gerade und jetzt nicht mehr. Jetzt lehne ich mich etwas zurück. Unten. 1, 2, 3, zack. 1, 2, 3, zack, zack, zack. 1, 2, 3, zack, 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 zack. So. Sehr gut. Ja, warte, dann war das hier wieder oben. Genau. Genauestens so. So, ja, ich glaube, ne? Und hier noch der eine dahin, genau. So passt das. Nicht so bastard, sondern so passt das, genau. Dann kommt hier wieder ein Stückchen Holz hin. Und da. Und so weiter und so fort. Sehr gut, und eine Fackel.
Und eine Frage. Ach komm, dann mache ich jetzt erstmal hier die Wand fertig.